Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zum ersten Real Life Eligella Cup. Heute gibt's einen richtig nicen Vlog, Leute. YouTuber Fußballturnier ist angesagt. Stehen schon die ersten rivalen Gegner heute, ja? Wakes am Start, Rovers am Start, Sydney, Umut. So viele Eli da hinten, der ist im Stress bisschen. Das ist heute mein erster Mate, Tim von Free Kickers. Ganz, ganz wichtig. Er räumt hinten ab. Wir sind gerade beim Hintereingang von der Podolski-Halle. Hier findet es statt. Pain, Alter, den habe ich seit 6 Jahren oder so nicht gesehen. Gesehen, was? Ich glaube, Games kommt auch. Zum Beispiel Spiel gegen PC, ja. Bruder, das sind meine Hallenspiele, Digga. Die hatte Messi beim Spiel. Ja, ja. 2013. Oh, da ist Papa. Leute, mein Podcast-Partner. Mit ihm habe ich den Fußball-Podcast zusammen. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Link oben in der Videobeschreibung. Was ist mit PSG? Visca Paris. Digga. So viele Leute sagen zu mir, Visca Paris, Visca PSG, ey, die Frechfratze. Überall sind hier Kameras, ne? Das ist so ein Riesen-Event. Oh, hier ist schon so ein kleiner Countdown. Hier ist zum Beispiel eine Kamera, die nimmt das Spielfeld dann auf für Elis Livestream. Hier sind zum Beispiel auch noch so Mikrofone. Digga, es ist alles so professionell. Stylo, deine kleine Frechfratzjacke, Alter. Ich war schon immer PSG-Fan. Ah, Junge. Aber by the way, Messi ist aktuell extrem happy und ich bin auch dann happy. Man sieht es im Training, in den ganzen Videos, er ist übelst motiviert. Was geht? Was ist deine Taktik heute? Boah, ich bin sehr, sehr nervös, muss man sagen. Ich bin der Verteidiger. Ich kriege hier kein Bein, ich verteidige Sydney, ich verteidige die besten Spieler der Gegner. Okay. Ist Abwehrchef? Ey, Eli, echt geil organisiert, Digga. Danke, alles gut. Ja, richtig nice. War halt nicht so einfach, ne? Also, wir sind mindestens 2 Wochen jetzt dran hier. Sydney saß ja auch mit uns dran, hat uns da sehr nächtelang durchgemacht, gell? Unterstützt designsmäßig, Location, Leute, alles. Jedes Team hat hier seine eigene Farbe und man bekommt sogar immer eine Kapitänsbinde. Die katalanische habe ich leider heute nicht um den Arm, ja. Wie geht's denn eigentlich mit Messi? Alles gut? Ja, ja, jetzt sind schon ein paar Tage rum, Bruder. Du musst mal mit der Willis Reaction da raus. Nein, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß. Ja, ich hab mit Willi auch geredet. Er musste halt bei der Stelle lachen, wo ich gesagt habe, der beste Spiel aller Zeiten. Er so, Nein, 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 Digga, weißt du, wo es bei mir wenn wir sagt, er wird jetzt einfach keine Freistöße mehr für Barca schießen. Also. Okay, Jungs, ich versuch nicht zu weinen. Ich muss jetzt zu weinen. Ja, aber Eli, ich sag's dir ehrlich, ich hab sogar beim Video schneiden nochmal geweint. Ich fand, Bro, 16 Jahre, weißt du, ich mein? Visca PSG. Hier gibt's noch Raps, Digga, schöne Brötchen, jawohl, 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 verdammt, ja, Digga. Das ist übrigens der Pokal, Leute. Den strecke ich natürlich in die Höhe heute, Kappa. Du wirst einfach nur jetzt sehen. Ja, den sehe ich echt nur jetzt. Merken dir. Ich bin übrigens mit meinem Knie umgeknickt, Leute, vor ein paar Tagen. Ganz, ganz belastend. Aber keine Ausreden hier. Heute Nummer 10, hoffentlich. Wo ist mein Trikot eigentlich? Nein, habe ich weiße Trikots? Eli, das ist nicht dein Ernst. Madrid. Anton kann leider doch nicht mitmachen, weil er weiße Trikots hat. Aber beim nächsten Mal ist es, dann kriegst du die roten. Oder ich mach für dich Barca-Trikots. Nice, danke dir. Aber nice, auf jeden Fall fürs nächste Mal dann. Ich bin Team-Captain. Marcel ist übrigens auch ein Mitspieler von mir, der kommt gleich. Hier gibt's noch so Mini-Pokale, unter anderem hier für den Torschützenkönig, dann noch bester Spieler und bester Torwart. Das ist so seine private Halle von Podolski. Echt? Schau, da ist so ein unterschriebener Schuh von ihm. Das ist so ein Traum, wenn man sowas hat, gell? Bro, stell dir vor, du bist deine eigene Halle, wie geil. So heftig, ja. So, und dann hast du immer einen Ort mit Kollegen, kannst du herkommen, ein bisschen kicken. Krank. Lenny, das ist auch ein Mail von mir. Servus. Was hast du gespielt? Welche Liga? Was machst du? Liga Regio. Regionalliga? Marcel, Leute. Die Nummer 7, ihr wisst. Ja, was ist deine Taktik heute, Bruder? Ich hoffe, mich nicht zu verletzen. Und ich will mindestens ein Tor schießen, alles andere egal. Okay, perfekt. Tim habt ihr schon gesehen, der macht sich schon startklar. Und dann, Furki, Leute. Unser Nummer 9, Luis Suarez. Nummer 8. Okay. Die anderen sind jetzt auch gut. Ja, so Leute, wir ziehen uns jetzt hier um. Unsere Nummern sind hier aufgeschrieben. Ich hab die zählt, jawohl. Marcel, seine Schuhe sind einfach in Barca-Farbe. Ja, die habe ich noch nicht mal anprobiert. Ich glaube, sie passen mir auch nicht. Hinten auf dem Trikot ist immer der Teamname mit der Nummer und vorne das Logo vom Cup mit dem Nackenkissen, Digga. Impact X Scorpion, Apokalypto Tabak. Die Brutalmedaille am Start. Marcel, du musst ja eigentlich die Bilder ummachen. Ah ja, stimmt. Kapitän. Tone, sieht man meinen Bauch beim weißen Trikot? Nein. Nein, echt nicht? Nein. Ja, schon, wenn du so... Ich hab mein Barca-Trikot in der Kabine liegen lassen. Ich brauch für Jubel, weißt du? Ich mach dann so. Ich muss schon sagen, Finde, du siehst schon angsteinflößend aus. In deinem Fußball-Outfit. Kugel auch am Start. Was geht? Was spielen die euch als erstes, gell? Digga, ich kassiere so den Panner, Alter. Ich seh's jetzt schon. Barca-Trikot für Jubel. Ein Potenzial gegen Modern. So Leute, da ist meine Mannschaft. Burki, Lenny, Tim und Marcel. Einer fehlt noch. Wir wärmen uns jetzt ein bisschen auf und dann let's go. Oh, Zinedine Amar ist auch am Start. Egal. Hey, hallo. Was geht? Alles klar? Hallo, ich bin Cristiano. Ja. Wie geht's dir?
Gut, Bruder, gut. Wir spielen als erstes gegen Team Pro Owns. Danny ist ein bisschen erkältet, der ist heute im Tor leider. Die Legende. Danny ist auch am Start. Danny, geht's dir gut? R9 oder was? Bin jetzt schon komplett tot nach dem Aufwärmen. Das hier sind die Falschgelder Kapitäne. Wir haben hier ein paar am Start. Anton, bevor wir jetzt rübergehen, was sagst du zu Messi? Ah, Bruder. Letzte Tage war nicht so einfach, aber mental habe ich das Ganze wieder verkraftet. Also das Messi-Tattoo habe ich jetzt noch nicht lasern lassen. Aber bald wird dann auch er in Paris unterstützt. Ich hoffe nur, ich hole mir heute keinen Kreuzbandriss. Hier haben wir einmal einen Pokal für den Torschützen. Nein, ist Quatsch. Hast du nichts mit zu tun? Ich will einen Eimer wenigstens in der Hand haben. Hast du nichts mit zu tun? Alles in Ordnung? Wir haben keinen Torwart und Danny und Miki haben schon Tor und Handschuhe an. Alter. Oliver Kahn oder was, Miki? Natürlich. Wie eine Katze sein. Yeah. Cristiano! Erstes Spiel geht los. Team Pannewitz, ehemaliger Profi, versus Team Eligella. Wir schauen jetzt zu und danach spielen wir. Auf geht's! Und oh mein Gott, da wird ja mal. Sofort Zweikämpfe hier. Wir haben auch übrigens echte Schiedsrichter hier am Start. Pannewitz jetzt macht das erste Tor des Turniers, der Ex-Profi. Oh, da gibt's einen Strafstoß direkt. Hier gab's einen Elfer, der ist reingegangen. 1-0 für Team Barca. Die übrigens richtig bitter, Team Barca, eigentlich, dass sie in weiß wie die Blancos spielen müssen, ja? Mhm. Die hatten sich eigentlich Blaugrana, glaube ich, gewünscht, ja? Der gute Anton. Die haben uns voll ausgekontert die ganze Zeit leider. Aber haben sie gut gemacht. 2-0 Team Barca. Übrigens nicht irritieren lassen. Und der Gegner ist nicht Team Pannewitz, sondern Team Browns. Was geht ab bei Wisca Barca? 4-0. Also hier oben auf dem Kommentatorenplatz auch 80 Grad. Das ist auch ungefähr 80 Grad und ein bisschen weniger vielleicht. Hat man gesehen allerdings, Danny hat sich beschwert, dass du dich zweimal beschwert hast beim Schiedsrichter. War aber auch Quatsch. Also ich sag ehrlich, das war, einmal wurde ich wirklich umgegrätscht. Oder da war der Ball auf jeden Fall nicht im Spiel. Zufrieden? Ist quatschig. Immer 3 Punkte holen. Nee. Weiterhin ist Wisca Barca richtig gut. Oh, was ist denn hier los? Doppelroller. Oh, aber das ist Quatsch. Ah, den muss Danny quer spielen da. Auf Medi. 2-1. Klassisch querlegen. Das ist ein Statement von Ergebnis, Eli. Alle Achtung. 4-0. Und wir gucken uns hier nochmal ein bisschen Schönes an. Boah, den kann man auch schon mal machen. Das ist ja falschgeldhaftig hier. Cubanito ist natürlich Profi, ne? Klatsch trägt alle ab. Wir sehen hier mit Team Wisca Barca einen Favoriten. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Ich brauch dich. Sauerstoff. Der Mann braucht Sauerstoff, der Mann braucht Wasser. Hey Bro, das war erst dein erstes Spiel. Nimm erst mal das Mikrofon, bitteschön. Ja. Also, Top-Mannschaftsleistung. Lenny mit bärenstarken Hattrick. Unsere Aufteilung war gut. Ein, zwei Chancen habe ich gegeben, aber ich habe meinen Körper eigentlich gut eingesetzt. Ja, hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Immer schön Arsch raus. Hat Spaß gemacht, ja. Was sagst du zu Marcells Aktion? Der hätte ein schönes Tor machen können. Ja, Mann, zwei Dinge. Ich habe sogar Rabona als nächstes auf ihn gemacht. Was denkst du im Spiel gegen Eli? Das ist übrigens das nächste Game. Wie viele Chancen rechnest du dir aus? Eli hat bis jetzt ein Spiel verloren. Ja. Ja, gut, wenn wir das Ding gewinnen, dann sind wir schon im Halbfinale. Eli hat jetzt eigentlich mehr Druck. Ja. Mal schauen, ob sie damit umgehen können. Jetzt kommt die Wiederholung. Hier Lennys Traumtor auf dem langen Pfosten. Erstes Spiel 4-0 gewonnen, Leute. Stark Anton. Stark gespielt. Inshallah, der Messi-Jubel kommt noch. Aber wichtige 3 Punkte. Nächstes Spiel ist direkt ohne Pause. Eli, ihr seid jetzt unter Druck, gell? Ihr müsst gewinnen. Ja, ist echt scheiße. Also, ganz ehrlich, erstes Spiel. Wir waren nicht schlecht. Ich muss jetzt quasi als Halbzeitshow so eine kleine Side-Challenge machen. Noch 35 Sekunden, Anton. Bisschen Gas geben. Sonst landest du bei der Punktzahl von Miki. Der Arme hat sich ein bisschen am Knie verletzt, aber der hat richtig Bock auf den Eli Geller Cup gehabt, so wie alle hier. Hier Luft zu finden. Ich bin, oh, Eli mit der Hacke, das ist stark, das will er sehen. Und das ist das 1-0 für Elis Team gegen Wisca Barca, die gerade ja so überraschend so hoch gewonnen haben. Oh, Eli macht den Zidane. Eli macht den Zidane, den macht er gut. Und jetzt müssen sie das so ordentlich ausspielen, sage ich. Dort führt Eli Geller 2-0 mittlerweile gegen Wisca Barca. Anschlusstreffer. Zum Glück nehmen wir hier keine Laktatwerte ab, ne? Sonst wird es finster aussehen. Ich habe meine Schuldigkeit getan. Also Wisca Barca hat damit in der Gruppe einen Sieg auf dem Konto und Team Eli. Das heißt, es bleibt spannend und die Entscheidung fällt im dritten Gruppenspiel. Und schaut euch die Freude auch von Omet da an. Camo, flex mal von 90s. Oh.
Bist aber auch so rot wie ich, gell? Ja, ich werde immer richtig rot beim Sport. Ich auch. Gegen Eli leider verloren. Jetzt haben wir das entscheidende Spiel gegen Team Pannewitz. Wir müssen mit 2-0 gewinnen, dann schaffen wir es ins Halbfinale. Ernesto auch mit der Nummer 10. Yeah. So seid ihr! Sidney ist auch raus. Oh, tschüss. Geflogen leider. Richtig auf Sidney! Geht's bei Delay auch so rund, Bro, wenn wir ein Spiel verlieren? Ich freue mich echt mal. Übrigens, wenn du unter 100 triffst, dann ist wirklich Real Madrid bei dir. Da musst du Real Madrid Trikot eine Woche lang tragen. Bro, 100 km/h, das war echt nicht wenig. Schon mal Pannewitz schießt knapp über 100. Sidney hat 120 fast geschafft. Oh, okay. 87 hat Anton bis jetzt. An die Regie, kurz. Soll Cubanito noch schießen? Kurz Feedback. Okay, dann sind wir durch. 95, Anton, bist fertig, oder? Komm, Tim schießt einmal. Tim von den Freakickers, der hat, glaube ich, hier mit Abstand den härtesten Schuss. Schaut zu, Jungs. Heilige Scheiße. Oh. Freut mich auf jeden Fall, dass ich jetzt hier sitzen darf. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie Kommentieren funktioniert. Also als ich noch gespielt habe in der E-Jugend damals. In der E-Jugend hast du deine ruhmreiche Karriere schon beendet. Das ist die Taktik, glaube ich, von Team Pannewitz. Sich dann nach vorne als falscher Mittelstürmer. Okay, das ist im Rahmen der Möglichkeiten. Ja. Du musst nur schlau sein. 10, 15 Tore und boah, Pannewitz im Tor hinten richtig, richtig gut. Der hält einfach die Masse. Das ist ja Wahnsinn. Wiska Barca, Pannewitz 0-0. Das ist ein Spiel, das sagt man so schön, das von der Taktik geprägt ist. Wir wollen auch sehen, dass Leute mal um ihre Kanalpunkte im Chat auch ein bisschen bangen. Richtig. Oh, meine Kanalpunkte. Richtig. Schon wieder 2000 Euro hoch. Wir sind nicht bei Marcel, bei Montana Black, aber... Um auch mal die Luft rauszunehmen und die Balance des Gegners zu brechen. Ja. Pannewitz ist ja doch menschlich. Sie liegen zurück gegen Wiska Barca. Das ist die Truppe, die das erste Spiel so hoch gewonnen hat. Oh, schön. Guck mal, der hat einschlafen. Oh, der hat den Pannewitz schlafen gelegt. Ich glaube, der Chat kann wählen. Bester Spieler und bester Torwart. Tor übrigens. Kevin Pannewitz wird vermutlich nicht bester Torwart. Genau nach meinem Tor habe ich das Barca-Trikot hochgehalten mit Messi. Aber es war einfach nicht im Stream. Bei Tabak. Aber hier eigentlich sollten wir das auch einführen, Chat, oder? Ich sag euch ehrlich, gerade so ein Sidney, der hier kommt, auch vielleicht Besuch hat, gerade angekommen. Huch. Schade, wir hätten hier gerne den Videobeweis gesehen, ob das hier nicht eventuell ein Strafstoß gewesen wäre. Tor auf Platz A und ist... Ja, ah, Team Pannewitz hat zugestochen, ne? Und da siehst du mal, er selber auf dem Platz. Und ja, und gib ihm, ne? Oh, er hat nichts damit zu tun, aber seine Aura. Alleingang. Seine Aura. Ey, komm, komm, Alter, das Tor! Und jetzt, gib ihm! Oh mein Gott. Ey, da hätte Kilian auch selber schießen müssen. Kilian hätte belieben müssen in dem Moment auch mal Selbstbewusstsein tanken. Einfach deine Taktik, ne, mit dem Belieben. Ich hätte einfach drauf gehauen. Ja. Mit allem, was ich hatte. Mit 50 Kilogramm Muskelmaske. Masse. Pannewitz und drin! Wir haben 13 Sekunden auf der Uhr und es ist 2-2, Chat. Und da will ich auch mal, dass wir da halt aufsteht. Da haben wir hier zwei absolute Turnierfavoriten gesehen. Und auf dem anderen Kurs. Boah, Pannewitz pumpt, ja. Bitte, und noch wichtiger, auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Das ist schön. Ein 2-0 hätte gereicht, um mit Tordifferenz weiterzukommen. Ich auf jeden Fall sehr, sehr krasses Spiel hier. War echt spannend. War richtig spannend, 2-0 waren in Führung. Am Ende 2-2. Jetzt sind wir leider draußen, Leute, obwohl wir 4 Punkte aus der Gruppe geholt haben. Schade, Marcel. Wir sind jetzt hier wieder in der Area und gönnen uns das erste Halbfinale. Bro, hol dir keine Zeitung beim ersten Schuss. Ich habe das letzte Mal vor 3 Jahren geschossen und ich hatte 2 Wochen Schmerzen. Komm, Sascha. Das ist gerade Déjà-vu. Tim gönnt sich ein Bierchen. Feierabend. Feierabend, ja. Yeah. Prost. Ja, auch mal dreckig, Eli, ne? Auch mal dreckig, was denn? Ey! Oh! Moment, Alter! Sidney, der geht bei uns ins Tor, Alter, bei Delay. Ich hab meinen Satz. Eli nochmal. Nochmal! Einfach doppelter Elastico von Eli. Vom ein Tor brauchen die, da gibt's 9 Meter schießen. Oh! Oh! Oh mein Gott! Alter! In den letzten Sekunden, es gibt gleich 9 Meter schießen. Aber wir hatten echt eine Todesgruppe am Start. Wenn Eli jetzt das 9 Meter schießen gewinnt, dann sind einfach unsere beiden Gruppen Ersten im Finale. Eldos übrigens, Leute. Aber! Messi-Fan. Messi! Mach dich unsterblich! Safe Gold. Eli aus der Hüfte, ne? Jetzt im Mooba, seit 3 Jahren FIFA-Weltmeister. Oh, Micky! Heldin! Solution schießt als nächster auf. Danny, wie beim Nuke-Duell damals. Weißt Bescheid, ne?
Das hast du verloren, stimmt. Oh! Gleichstand jetzt wieder. Oh mein Gott. Omet wird übrigens auch bei FC Delay Sports am Start sein. Das ist, glaube ich, eine kleine Bewerbung ins Tor, Omet, ne? Wenn er jetzt verschießt, ist Eli Geller im Finale. Oh! Yes! Was? Was, Alter? Einfach Team Panewitz und Eli im Finale. Marcel und ich sind auf der Tribüne. Es ist wie im Märchenbuch. Das Finale wird jetzt im 9-Meter-Schießen wieder entschieden. Das ist wie geskriptet. Besser kann es nicht sein. Es geht 4-4 aus und 9-Meter-Schießen. Lässig gelb ist krass. Ja, den hätte ich besser geschossen. Aber er hat so gut gespielt, das Turnier. Oh mein Gott! Eli ist so kurz davor, das Turnier zu gewinnen. Jetzt vorbei! Eli hat gewonnen! Auch das einzige Team, gegen die wir heute verloren haben, ne? Eli. Richtig, genau. Das nur deswegen. Verdient, Alter, verdient. Das gibt's doch nicht, Mann. Krass. Gleich direkt. Raus, wenn Bruder, ich wie im Märchenbuch, Digga. Zweimal Elfmeterschießen. Die Jungs gehen da hinten in die Fankurve. Das soll es auch schon gewesen sein vom heutigen Vlog. Lasst einen Daumen nach oben da. Echt Props nochmal an die ganze Organisation vom Turnier. Hat mega Bock gemacht. Haut rein. Peace.